Hubex hier mit einer weiteren Minecraft-Hardcore-Folge für euch. Und ja, wir sind wieder hier in unserer kleinen Hardcore-Welt. Es ruckelt natürlich noch ein bisschen, weil sich das erst wieder aufbauen muss. Aber bis dorthin, ich hoffe, euch wird jetzt nicht schlecht von der schnellen Bewegung. So. Was machen wir mit euch? Wir werden euch natürlich erstmal was Nettes zu essen geben. Könnt ihr auch? Jawohl, ihr könnt. Sehr schön. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht mein ganzes Weizen verjuchze hier. Und werde erstmal in diese Richtung, zumindest hier unten, erstmal ausbauen. Denn ich brauche immer mehr Weizen. Es wird immer mehr Tiere auch da drinnen. Was wiederum bedeutet, dass ich hier erstmal meine Hake suchen muss. Habe ich noch eine Hake irgendwo hier? Das mache ich mir geschwind eine. Nee. Okay, ich mache mir schnell eine Hake. Aus Holz. Weil man sieht, ich brauche es nicht so oft. Ich kann den nachher wieder verbrennen. So. Chuck, 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 chuck. Und chuck. So. Gut. Gut. Huch, so. Jetzt läuft's aber wieder. Bam, bam, bam. Das rein. Was muss ich denn noch so alles reinpacken hier? Das hier. Dies und das. Okay, die Kühe, die können hier weiter drin bleiben. Es wird langsam hier Abend, was wiederum gut ist. Denn wir haben gesagt, wir brauchen Karotten. Und was wir auch brauchen, sind Enderperlen. Dass wir generell irgendwann mal ins End kommen. Die schwierigste Aufgabe von allen werden wir, den Widder zu besiegen. Oder zumindest die Sachen für den Widder zu erfarmen. Ein riesiges Problem werden. Was ich meine. Soll ich eigentlich Zucker? Nee, ich pack's nicht hier rein. Ich pack's dann doch lieber hier unterste Reihe rein. Okay. Jetzt wird wir schon langsam Nacht. Ich geh ein bisschen weg von hier. Dass hier nicht zu viele Monster spawnen hier in der Nähe. Hier ist eine Spinne. Das macht mir aber nichts. Ich hätte gern ein paar Zombies. Ich muss natürlich hier noch aufpassen auf diverses Gewusel aller Creeper. Ah, da oben sind doch schon ein paar. Sehr schön. Der Hase sitzt hier noch immer. Ich brauche dringendst Karotten. Mit Karotten würde ich schon wieder so viele Sachen weiterkommen hier. Na komm her, Creeper. Ja, dann gehst du halt mal hoch. Kein Ding, ich hoffe, da springt jetzt nichts rein. Okay, gut. Gucken wir hier nochmal hoch. Ist hier noch ein Creeper? Nee, aber zwei Zombies. Oh, eine Karotte! Perfekt! 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 Wir haben eine Karotte bekommen. Wow. Jetzt chillt hier mal. Ja, ich bin super mit Creepern unterwegs immer. Alter, Zombie. Okay, das Loch werde ich wohl mal anderes Mal stopfen müssen. Hey, wo kommst du denn her? Okay, kann ich jetzt da reingehen? Dankeschön. Und erstmal schlafen. Denn wir haben eigentlich jetzt unser Ziel erreicht, was das hier angeht. Wir haben eine Karotte. Wow. Das hat lang gedauert. Das hat echt lang gedauert. Ich würde mal direkt sagen, ich baue den Raum hier generell nochmal einen weiter. Dann. Das ist natürlich auch ein Problem. Okay. So, ist jetzt um eins größer geworden. Achso, das war nicht vonnöten. Habe ich das noch im Inventar? Natürlich nicht. Weil ich gucke ja, wie gesagt, wie man sieht, nicht wirklich drauf, ob ich... Weiß auch nicht, was ich gerade sagen wollte. Egal. Das sind dann 1, 2, 3 von hier. 1, 2. Das heißt, ich müsste noch einen weiter in den Berg rein. Dann würde das eigentlich passen. So.
Bam, 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 bam. Und dann muss ich das mit einem Eimer hier machen. Nein, falsch. Ich wollte doch das hier nehmen. So. Bam. Das ist doch noch immer falsch, oder? Hm, ja. Ich muss noch einmal hier rein. Das heißt, das ganze Wasser muss hier hin. So. Gut. Verschoben. Erstmal. Sehr schön. Okay. Das heißt wiederum, ich kann hier Neues anpflanzen. Und dann noch einen Raum nebenan basteln, mit dem ich dann die Karotten setzen kann. Und hier bin ich schon draußen wieder. Was mir nicht sehr gefällt, gerade in dem Moment. Denn ich muss nicht unbedingt hier im Freien sein. Ist hier irgendwas Garstiges noch unterwegs? Anscheinend nicht. Wie mache ich das jetzt am besten? Ach, weißt du was? Weißt du was? Ich mache das einfach so wieder. Wiederum, ne? Hat doch schon auch sonst so oft funktioniert, die Fassade hier aus Cobblestone zu bauen. Okay. Ist jetzt auch nicht nötig. Hat's kurz einen Ruckler wieder gegeben. Wie schon das ein oder andere Mal hier noch. Da der Raum so größer werden muss, mache ich das auch direkt gleich aus Cobble. Wieder. So. Das heißt, ich mache hier nochmal die Erde hin, dass es nicht so komisch ausschaut. Und so, jetzt passt es doch, oder? Oder? Schaut doch schon wieder besser aus. Hier in dem Fall weiß ich nicht, was das hier oben ist. Ich glaube, das ist nur das eine zu viel. Aber es ist Kosmetiker Schnickschnack. Kosmetischer Schnickschnack. So. Jetzt habe ich das Wort gefunden, das ich suche. Aber was ich noch wirklich suche, ist mehr Cobblestone hier für die Wand. Denn wir machen wieder zu. Die Frage ist der vonnöten? Nein, ist er nicht. Gut. Aber ich brauche mehr Fackeln für hier drinnen. Na, komm schon. Gib mir die Fackeln. Schmeiß erst mal die Sticks weg. Das ist eine gute Idee. Da hier, da hier, da hier, da. Also nee, das muss ja noch weg. Oder? Muss das weg? Nee, muss gar nicht weg. Was mache ich denn hier? Egal. Erstmal verpeilt sein. Erstmal ordentlich verpeilt sein, finde ich gut. Da und da und dann nochmal hier drinnen. Okay, irgendwas hier passt nicht, aber egal. Was will man machen, ne? Was will man machen in dem Fall? Ja. Egal. Erstmal. Egal, egal. Das ist schon normal. Oh, das hier ist echt noch nicht normal. Das heißt, ich kann hier nochmal einen reinbasteln, einen reinbohren. So ein bisschen. Dann geht sich das nämlich ganze besser aus. Und ich glaube, ich habe die ganze Zeit ein bisschen so am Mikro vorbeigeredet. Sorry dafür. Und hier passt jetzt aber alles besser. Gut. Weizenfarm wurde vergrößert. Das freut mich. Und hier mache ich dann nochmal den hier. Habe ich noch irgendwo Samen? Hier sind die Samen. Okay. Und tschack, und tschack, und tschack, und tschack, und tschack. Ich brauche jetzt nochmal Dirt und dann ist die ganze Sache hier erstmal wieder erledigt. Den Stein brauche ich hier eh nicht. Dann plug ich hier gleich wieder mal rein. Plug ich hier rein, genau.
So, die Holzspitzhacke wird auch nicht mehr benötigt. Holzhake wird natürlich dann auch nicht mehr benötigt. Hier erstmal anpflanzen, was anpflanzen geht. Ich mache das hier ein bisschen symmetrischer, weil ich bin ja so lustig und mache das immer so. Ja, größere Weizenfarm. Check. Ich habe eine Karotte. Die kann ich dann trotzdem hier erstmal reinpflanzen. Da ich jetzt nicht weiß, wo ich die besser hin tun sollte. Und hoffe, dass da nichts passiert mit der Karotte. Nichts. Es wird erst eh mal beschwerlich, das hochzuziehen. So ein bisschen. Ich glaube, die Spinnenaugen sind hier drin, oder? Ja. Zombieflash sind auch hier drin. Okay. Mobdrop und anderes. Ich weiß nicht, warum ich das da nochmal drin hatte. Aber ich brauche auf jeden Fall nochmal eine neue Schaufel. So. Die Kühe sind auch schon wieder sehr lästig gerade. Wir haben das hier mal... Oh, ich weiß nicht, wann ich aufgenommen habe, anzufangen. Ah, das ist sehr ärgerlich gerade. Das heißt, ich gehe jetzt ein bisschen nach Gefühl und nehme einfach nochmal 10 Minuten auf. Dann wird es schon passen, irgendwie hoffentlich. Hier liegt noch Wasser. Ah, Wasser, sage ich doch. Dirt. Und hier ist... Das war nicht, noch nicht reif, was ich da als erstes runtergeschlagen habe. Verdammt. Aber... Passt, ne? Passt erstmal wieder 6. Die wachsen hier sowieso wie irgendwas. Ja. Ich wollte eigentlich irgendwas anderes machen. Aber dann irgendwie doch nicht, ne? Dann halt irgendwie doch nicht dazu gekommen. Gut. Ich könnte hier ein Pferd um sein Leder bringen. Schwierig, schwierig, das Ganze. Schwierig, schwierig. Aber das erste Mal haben wir im halbwegs ein bisschen Zuckerrohr. Habe ich noch Weizen? Ich habe noch 2 Weizen. Das heißt, ich könnte mir nochmal eine Kuh holen. So, wer kann jetzt von euch? Einmal, zweimal. Dann muss ich leider einen von den beiden lustigen hier... So. Das ist schon mal gut. So. Erstmal ein bisschen Fleisch hier rauen. Und dann das. Gut. Das waren 2 Bücher wert wieder. Ich bräuchte aber noch ein drittes. Leider, leider, leider. Mehr geht im Moment nicht. Ich mache mir aber jetzt die Bücher zumindest mal. Oder habe ich noch das eine Buch? Müsste noch irgendwo ein Buch haben, oder? Oder habe ich das letzte Mal verwendet? Ist das bei den Wertgegenständen drin? Nee, aber ich habe ein Leder noch. Das heißt, ich könnte mir wieder ein Bücherregal bauen. Was ich sehr cool ist in dem Fall. Das war doof, doof, doof. Nee, nicht ganz, aber okay. Buch. Und... so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und... Oh, ja. Ein Buch. Egal. Ich weiß nicht, wie ich wieder auf die Idee gekommen bin. Aber wir haben wieder ein Buch mehr. Das heißt... wiederum... dass das Gravel ist. Nee, das heißt es nicht. Sondern, dass es ein bisschen komisch ausschauen wird, aber es ist mehr zweckmäßig als sonst irgendwas, ne? Es ist mehr zweckmäßig. So. Okay, 2 Bücher hier. Was? Ja, das war ein Blödsinn. Aber was kann ich hier zum Beispiel schon verzaubern? 10. Effizienz 2. Okay. Klingt doch annehmbar, alles bisherige. Okay, dann habe ich, wieder Weizen. Wie habe ich denn das gerade bekommen? Habe ich ja gerade geerntet wieder, oder? Dann könnte ich nochmal hier reingehen. Und nochmal den Stall hier ein bisschen antreiben. Und du und du. So. Gut. Gut. Das ist mal so eine schöne Sache, die wir hier jetzt veranstaltet haben. Kohle ist noch hier drin, ne? Aber nicht mehr viel. Das heißt, ich brauche wieder Kohle. Ha. Erstmal das Feld hier ausweiten.
denn? Ich brauche das ja noch. So. Und eins und zwei. Ich weiß, ich gehe jetzt nur wieder hin und her hier, aber was soll's im Moment? Mehr geht nicht im Moment. Ich glaube, ich habe jetzt zweite Nacht. Die erste Nacht habe ich geschlafen. Naja. Ich glaube, ich bin bei irgendwas. Naja, mal schauen. Ich hoffe, ich ziehe die Folge nicht extrem. Wenn ich, wie gesagt, noch ein bisschen spiele. Mal schauen. Mal schauen. Na, wer kann denn hier nochmal? Hm? Emma will hier vorne und hinten. Wer so? Nee. Geht mal rein, ihr Kühe. Ihr Blöden. Da. Und das war's wieder. Und tschüss. Ich glaube, sonst kann eh keiner mehr. Und was wollte ich denn noch machen? Ah ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Habe ich noch Knochen? Habe ich überhaupt Knochen? Ich habe Knochen. Ich könnte doch mir mal ein bisschen das vorantreiben hier. Indem ich mal die Karotte hier ernte. So, erstmal die Karotte rein. Wieder ernten. Reinstecken. Ernten. Und schon ist das Ganze hier schön karottig unterwegs. Gut. Obere Reihe Karotte. Könnte ich machen. Könnte ich machen. In der Tat, das sind nämlich die Karotten hier. Und dann mache ich das einfach noch. So, sich den ein bisschen Abstand. Einmal da, einmal da. Und hier ist nichts mehr. Ich weiß nicht warum. Warum auch immer ist hier nichts. Ich weiß, es tut mir leid, dass ich das machen muss. Aber hier passt irgendwas nicht. Ich weiß nicht was. So, jetzt passt es wieder. Ja. Passt doch wieder. Gut. Okay, sehr schön. Gut, jetzt haben wir auch ein paar Karotten. Ich kann das noch ein bisschen antreiben hier. So. 6, 9, bam, 33. Okay. Und das ist Weizen, verdammt. Das war nicht die Absicht. Erstmal hier Weizen wieder anpflanzen. Und ich glaube, hier bei euch ist noch und der Rest werde ich Karotten hier machen. Ja. Okay. Gut. Und wieder die Karotten. Ein bisschen vermehren hier. Gut. Hätten wir Karotten. Genügend Karotten für die nächste Aussaat wieder. Und sehr schön. Gut. Wir haben jetzt auch 11 Karotten. Wir haben heute viel wieder erreicht. Wir haben wieder einen Schritt näher. Wir sind wirklich einen Schritt wieder näher gekommen. Wir haben Karotten. Was hier zwar nicht rumsteht, aber wir haben Karotten. Gut. Kartoffeln habe ich zwar auch keine, was mein Lieblingsessen wäre. Aber dabei muss ich halt mit den Kühen auskommen. Und hier ist noch Fleisch drinnen. Und ja, im Moment stagniert das Ganze ein bisschen mit der Nahrung. Aber wie man sieht, ich habe ja ein paar Kühe hier drinnen. Wenn ich jetzt nur noch Kartoffeln hätte, wäre das Ganze viel besser, was die Nahrung angeht. Weil dann könnten wir uns nämlich allen Gefahren stellen eigentlich, die wir so haben, ne? Hier in diesem LP. Na gut. Ich würde mal sagen, ich stecke hier fest. Ne, ich würde mal sagen, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder weitergeht. Und wir dann wieder einen Schritt näher kommen, unsere Ziele. Und ja, spielt schon brav weiter.